Rolle Moritz wird im Kollekiez zusammengeschlagen. Vom einen auf den anderen Moment wird Moritz, Lennart Borchert, bunte und feierlustige Welt völlig auf den Kopf gestellt. Denn nach einer öffentlichen Knutscherei mit einem Mann wird Moritz von zwei schwulen Hassern schwer beschimpft und anschließend sogar verprügelt. Als Moritz später von Kumpel Tuna, Thomas Drechsel, gefunden wird, ist er völlig traumatisiert. Wird er es schaffen, sich jemandem anzuvertrauen, um die Ereignisse zu verarbeiten? Für Schauspieler Lennart Borchert waren diese Szenen alles andere als leicht zu spielen. Uns verrät er im Interview, darauf vorbereiten kann man sich gar nicht wirklich, man kann sich nur vorstellen, wie eine Person damit umgehen könnte. Wie Lennart den Dreh erlebt hat und wie es bei GZSZ weitergeht, das sehen Sie im Video.